Haben Sie schon einmal Striptease Mau Mau gespielt, Marie? Eigentlich nicht. Sind Sie sicher, dass wir den ganzen Abend nur Karten spielen, Marie? Mhm. Aber müssen wir hier sitzen bleiben? Sie haben da so einen schönen Kamin. Da könnten wir uns doch davor lagern und weiterspielen. Oder bestimmt haben Sie auch eine schicke Spielwiese in Ihrem Schlafzimmer. Hier wird nicht gelagert. Wie Sie wollen, meine schöne Marie. Sie bestimmen, was ich heute Abend mache. Ich überlege gerade, wie ich die 100 Mark verbuchen soll. Schreiben Sie doch einfach Sascha. 100 Mark für Spaß am Abend. Kostet das eigentlich immer 100 Mark? Egal, was passiert. Ich meine, auch wenn Sie sich ein bisschen mehr anstrengen müssen. Bei Begeisterung darf bis zu 200% Trinkgeld gegeben werden. Also Sie sind an der Reihe. Was sagt denn wohl Ihr Mann, wenn wir beiden hier so gemütlich... Ja, das möchte ich auch zu gern wissen, was er dann sagt. Ha! 7. 2 kaufen, Sascha. Ist er eigentlich kräftig, Ihr Mann? Was man so rüstig nennt? Hey, 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 hey! Och, ich bin soweit ganz zufrieden. Wenn er bloß öfter mal mit mir Mau Mau spielen würde. Was macht er denn beruflich? Jetzt wird Pik gespielt. Und Mau. Beruflich? Früher war er Schlachter. Ach was! Und da hat er so richtig den armen Ochsen eins so kurz und knapp. Nee, mit Karate geht das nicht. Das macht man mit so einem Bolzenschussapparat so. Peng und Bums. Ach ja, Peng und... Aber jetzt hat er einen eigenen Großhandel. Kennen Sie nicht? Frischfleischlübbers? Läuft wie die Feuerwehr. Mau Mau! Und wenn er nun kommt und uns ertappt? Ja, bei was denn? Und deswegen sitzen wir doch hier in der Küche. Sie sind angezogen und ich auch. Naja, so ziemlich. Was spielen wir denn? Das möchte ich auch gerne wissen. Herz. Also Herz. Er soll ja nicht gleich einen Herzinfarkt kriegen. Dies ist erstmal Alarmstufe 1. Nachdenken soll er. Er hat mir das ja selbst vorgeschlagen. Soll nicht rumjammern, dass ich hier jeden Abend allein sitze. Ich soll mal mit irgendeinem Karten spielen. Aber er hat da bestimmt an eine nette Nachbarin gedacht. Mann, schon 9:45, jetzt müsste er aber auch bald da sein. Kommt er immer so spät nach Hause? Kommt nicht oft vor, dass er so früh kommt. Aber heute habe ich gemerkt, dass er seine Schlüssel vergessen hat. Dann muss ich heute Nacht noch ein Kino ansaufen. Was muss er? Ja, für einen neuen Frischfleischladen. Und mit dem Besitzer von dem Kino ist Peter auf den Switch. Brüderschaft trinken, das gibt einen anständigen Preis. Und sagen Sie mal, mit Frischfleisch kann man sich so einen tollen Bungalow leisten? Tja, das kann man sich leisten. Aber viel von dem, was wir früher in unserer Lüttenmansardenwohnung in Altona hatten, das können wir uns nun nicht mehr leisten. Na bitte! Nein, 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 hier! Runter! Und Kartenspiel! Was soll das? Sie sehen ja ganz zerwühlt aus. Na und? Na runter! Und wenn man sich so in Rage gespielt hat, dann muss man doch so aussehen. Aber doch nicht so. Nun machen Sie schon auf, sonst schlägt er noch die Tür an. Nee, nach allem, was die Tür gekostet hat, dazu ist er viel zu geizig. So hoch mit den Karten, Mensch! Sie sollen angeregt spielen! Oh, hübsch habt ihr das hier. Junge, 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 hat Peter aber fix was auf die Beine gestellt. Und alles mit Fleischeslust. Schön, Kamin. Da ist gar kein Feuer drin. Ja. Ach, und das ist die Küche, nicht? Ja, von Rosebrot. Oh, prima, Mutter. Oh, Peter! Nein, wie ein Mann sich verändern kann, wenn er so abgespeckt hat, nicht? Das ist ja gar nicht Peter, das ist Sascha. Das ist Sascha. Nett, Sascha, Abend. Ach, ihr spielt Karten, ja. Was denn? Mau Mau. Ach
so. Aber ich glaube, die Partie ist jetzt vorbei. Auf was? Nun sind wir doch zu dritt, denn können wir doch Skat spielen, ne? Lassen Sie mal. Ich glaube, es ist besser, wenn ich jetzt nach Hause gehe. Was? Hier, bitte, Marie. 50 Mark zurück. Den Zweck hat's ja nicht erfüllt und das geht gegen meine Berufsehre. Tja dann, alles Gute für Sie, Marie. Oh. Tschüss. Wenn ich auf was stehe, dann sind das himmelblaue Augen. Ciao. Ciao, tschüss. Nein, was für ein netten Jung, was denn hier? Ja, das ist eine Zeitung. Aber Zeitung? Ja. Sascha, verschönt ihren Abend und sorgt für Entspannung. Na du, so entspannt sich so eine gar nicht aus. Ja. Dafür hat er mir ja auch 50% Rabatt gegeben. Sag mir, brauchst du so unnötig einen, der mit dir Mau Mau spielt, dass du sogar dafür bezahlst? Ja. Du sag mal, was hast du eigentlich noch gesagt, wo Peter ist? Ja. Ich habe vorgestern noch zu Frau Gussbrenner gesagt, die einzige Ehe, wo alles stimmt, ist die von meiner Marie. Und das nun schon 14 Jahre. Oh, dann grüß Frau Gussbrenner mal schön von mir und sag ihr, Irren ist menschlich. Kann ich dir was anbieten, Tante? Oh ja, große Tasse Rum in einen kleinen Schuss Tee rein. Naja, also der kilometerlange Weg durch euren Garten, da bin ich ja ganz durchgefroren. Also, dass ich mich so versehen konnte, weil ich bin doch sonst nicht auf den Kopf gefallen, ne? Peter war immer so lieb. Ja, beinahe ein bisschen tüffelig. Oh. Ja, du geh mir ab mit komplizierten Mannsbildern. Ja, was ist denn nur eigentlich los? Was soll schon los sein? Das Geschäft läuft, er ist viel unterwegs, aber mich nimmt er nicht mit. Naja, mag ja auch sein, dass ich ihm nicht mehr hübsch genug bin. Nicht mehr hübsch genug. Na hör mal, du bist eine von den hübschesten Mädchen, die ach, ich jemals... Ach, Tante Inge, du siehst das so, weil du mich lieb hast. Ja, aber so sollte Peter das gefälligst aussehen, ne? Mhm. Na ja, also wenn er dich nicht mehr so hübsch findet, das ist gar nicht so schlimm. Aber richtig doof ist, dass du das selbst glaubst. Darum siehst du auch so muckschig aus. So, oh, hat ja alles keinen Zweck mehr. Hier, guck mich an! Ja? Tante Inge, das hat ja auch alles keinen Zweck mehr. Zur Silberhochzeit wird er mich nur mal rausholen und putzen und dann komme ich ins Klimakterium und dann ist sowieso alles egal. Also du hast aber eine drollige Vorstellung vom Klimakterium. Aber sag mal, wenn du dir hier schon so einen Nachwuchs-Sigolo kaufst, warum spielst du denn bloß Karten mit ihm? Junge, wenn der zu mir gekommen wäre. Zu meinen himmelblauen Augen, du, der hätte mir nicht nur die Hälfte, der hätte mir das ganze Geld wieder zurückgegeben. Und dann hätte er noch gebettelt, dass er wiederkommen darf. Sag mal, ist der tot? Nö, der schläft bloß. Och Gott, das arme Tier wird zugedeckt, wenn Besuch kommt, ne? Na du, das muss ja ein frustrierter Vogel sein. Also schön, damit er nicht auch noch muckschig aussieht. Nimm mal das Tuch runter. Ja. Och mein Süßer. Ist der stumm? Oh, oh! Also, früher hat er ziemlich viel gesungen. Bloß in der letzten Zeit da, das gelassen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ich weiß. In Zukunft werde ich ihn immer wecken, wenn Besuch kommt. Ja, da musst du ihm aber auch einmal sagen, was für ein hübscher Vogel er ist. Und wie wunderschön er singt, und dann singt er auch wieder. Mhm. Du meinst, wenn Peter mir mal ein paar Komplimente macht? Ja, wenn du hier immer pünktlich dein Futter kriegst. Warm und trocken in diesem schönen Käfig, sitzt, dann kannst du auch froh sein. Wenn er ab und an mal ein bisschen Zeit hat für dich, nicht? Hm. Sag mal, hast du schon versucht, mit deinem Mann drüber zu sprechen? Noch mehr als einmal, das kannst du mir glauben. Hast du vergessen, was ich dir immer wieder gesagt habe? Das gibt drei Dinge im Leben, die musst du dir merken. Blut geht mit Kaltwasser raus, Spinat darf man nicht aufwärmen und mit Männern kann man nicht reden. Ja, aber wenn man mit Männern nicht reden kann, was soll man dann tun? Ja, Mensch, was tun? Doch, das ist er. Peter? Ja. Oh. Ja, Peter, du kommst aber früh. Ui,
ich muss gleich wieder los. Ich habe nur meinen Schlüssel vergessen. Und da habe ich mir gedacht, bevor ich meine kleine, dicke störe. Ja, Inge, meine süße, blonde Inge. Komm mal, meine Brust. Ach, Inge. Peter, wir haben uns ja so lange nicht gesehen. Na ja, das Leben als großer Geschäftsmann bekommt ihr ja wohl gut, ne? Feine Tränensäcke hast du ja angesoffen. Und riechen du's auch nicht gerade nach Kamillentee? Oh, oh. Naja, weißt du, ich sitze da mit einem netten Menschen zusammen und dem will ich was abschnacken. Also bei sowas kann man doch nicht auf dem Trockenen sitzen. Ich muss auch gleich wieder los. Ach, mein Schlüssel. Du sag mal, bleibst du länger hier? Ja, wenn ihr das eine Zeit lang mit mir aushaltet, das halt. Ich kann auch ins Hotel gehen. Also so weit kommt das noch. Wenn du schon mal wieder hier in Hamburg bist. Hotel. Wo Marie doch so gut kocht. Und du hast ja auch alles, was du brauchst. Und meine kleine Dicke freut sich auch, wenn sie nicht mehr so allein ist. Die quakt mir sowieso den ganzen Tag die Ohren voll, seitdem die Zwillinge im Internat sind. Ja, sag mal, wie geht's den beiden überhaupt? Doch gut, Tante Inge. Also Sabine... Sabine wird immer schöner. Die schrie ich ganz nach meiner Mutter. Ach. Im Moment ist sie sogar größer als Gunnar. Also der sieht neben ihr fast ein bisschen mickerig aus. Ach Gott, ja, dann schlägt der Junge wohl mehr nach unserer Familie, ne? Was? Ach, so hab ich das nicht gemeint. Wo du doch so ein süßer... Nee, du hier. Oh nein. Wo du doch so ein süßer Käfer bist. Sag mal, hast du schon wieder einen neuen Bräutigam? Oder bist du mal wieder einspänn? Ach, das ist doch so egal, wo du doch nicht mehr zu haben bist. Ich könnte mich ja scheiden lassen. Und schick siehst du aus. Solange ich sie kenne, sieht sie süß und lecker aus. Wie machen manche Frauen das nur? Sag mal, was meinst du eigentlich? Hm? Soll ich mich hier großartig aufdonnern, um den Schweinebraten aus dem Ofen zu holen? Wer sieht mich hier denn den ganzen Tag? Na, ich seh dich. Ach, die paar Minuten am Morgen, bevor ich mich zurechtmach. Und dann auch erst wieder, wenn ich mich schon abgeschminkt habe. Ja, dann hast du noch deine Lockenwickler im Haar und deinen Morgenrock an. Aber das macht ja nichts, meine kleine Dicke. Ich bin nicht dick! Ich hab knapp 3 Pfund über meinem Idealgewicht. Und das ist noch nicht mal Normalgewicht. Du hast ja keine Ahnung. Nee, das hab ich wohl nicht. Idealgewicht. Ja. Aber irgendwie siehst du mollig aus. Ich? Ja, das liegt vielleicht auch an deinem Morgenrock. Du bist ein hübscher Vogel und ein schlanker Vogel. Richtig süß und lecker und wie schön du singen kannst. Also was hat sie eben gesagt? Aber der singt doch nicht. Also ich habe ihn noch nie singen gehört. Ja, das liegt an dir. Ich kann ihn hören. Ja. Sicher singt er immer dann, wenn ich nicht zu Hause bin. Aber nun hast du ja Tante Inge. Hm? Und wenn die ein paar Wochen hier bleibt, ist das doch wunderbar. Und ihr spielt ja schon Karten. Das finde ich klasse. Na klar doch, Marie ist glücklich. Vielleicht braucht sie ein bisschen Unterhaltung, dass sie noch glücklicher wird. Mach doch mal einen Töpferkurs. Das hat die Frau von Kruse auch gemacht. Oder irgendetwas in der Kirche bei Frau Pastor Renner. Oder was weiß ich. Aber sonst ist sie glücklich. Ja. Ja, darum ist sie auch ein bisschen rund. Aha. So ist das nun mal bei Frauen. Na, etwas in der Kirche. Ich hab schon immer gesagt, hol dir doch einen netten Menschen zum Spielen rüber. Du hast doch Zeit. Ich nicht da, die Kinder weg, zu Hause machen alles die Maschinen. So viel Zeit möchte ich auch mal haben, um mal wieder in Ruhe Karten zu spielen. Aber das geht nicht. Wir müssen erst unsere Hypothek abstottern. Mhm. So, dann will ich mal wieder. Tschüss, Tante Inge. Tschüss. Na. Tschüss, meine Lütte Dicke. Und nimm meinetwegen nur nicht ab. Ich mag dich so, wie du bist, mit deinem runden Pöker. Tante Inge, wollen wir jetzt deinen Koffer auspacken oder soll ich meinen einpacken? Ein Wort von dir und wir gehen beide ins Hotel. Koffer packen und denn? Raus aus diesem schönen Bungalow. Habt ihr nicht sogar einen Sauna? Haben wir ja. Oh, herrlich, kannst du morgen früh nicht mal anmachen? Soll ja so angenehm sein für einen Teng. Betrügt er dich? Glaube ich nicht. Haut er dich? Peter? Nee. Er trampelt bloß immer so nett auf meinen Gefühlen rum, so wie eben. Wenn er mit anderen Leuten zusammen ist, dann spricht er ganz nett von seiner Alten. Ich kann das nicht mehr hören. Ich will hier weg. Du sag mal, wer bringt bei euch eigentlich den Müll raus? Peter, wieso? Weißt du, was passiert, wenn du hier abhaust? Du bist immer noch unglücklich, du bist immer noch allein. Bloß dein Müll, den musst du denn selber rausbringen. Nee, mein Dear, was dir fehlt, das ist nicht ein Mann weniger. Du brauchst noch einen dazu. Aber Tante, ja, das gibt so ein
schönes altes Sprichwort. Ein Mann ist kein Mann. Ja, aber ja, Tante Inge. Ich sag ja nicht, dass du dir nun gleich drei anschaffen sollst, nicht? Einer langt erstmal in deinem Fall. Aber ach, du glaubst ja gar nicht, was das für ein Zaubermittel ist. Ja, was meinst du wohl, warum alle meine Ehen so glücklich waren, solange sie gehalten haben? Aber Tante Inge! Ich werde jetzt erstmal dein Bett beziehen. Sag mal, könnt ihr euch eigentlich kein Dienstmädchen leisten? Doch, klar. Ja, aber wenn ich die Hausarbeit nicht hätte, dann wüsste ich ja überhaupt nicht, was ich tun sollte. Also eine andere Arbeit brauchst du. Erstens hast du dann immer eine gute Ausrede, wenn du mal was vorhast. Und zweitens hast du dein eigenes Geld. Ja, komm, auf seidenen Kissen, da meint sich das leichter. Also, Tante Inge, du redest. Sag mal, meinst du das alles im Ernst? Ich soll mir wirklich einen zweiten Kerl, soll ich mir... Ich hab Peter doch lieb. Ja, das weiß ich doch. Darum habe ich doch auch gesagt, du sollst bei ihm bleiben. Aber was glaubst du wohl, wie du ihn erst liebst, wenn du ihn mal so ein klein bisschen betrübst? Mhm. Was du ihm denn alles nachsehen wirst? Mhm. In deinem ganzen Leben wirst du keine Pampelmusen mehr schmeißen. Ja. Und wenn denn eines Tages doch alles rauskommt, dann ist das vielleicht ein Schock, der ihn kuriert. Und er denkt mal darüber nach, wie er mich behandelt hat. Du, stopp mal eben. Du bist ja schon wieder beim Happy End. Sag mal, was liest du eigentlich für Bücher? Du sollst doch nicht fremdgehen, damit Peter das merkt und sich besser und besser machen kannst du doch gar nicht kriegen. Du sollst dich doch nicht rächen. Nee, du musst das aus Spaß machen. Du mach da bloß kein Drama von, ne? Also, Komödie? Ach, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Ich bin nun mal nicht von Montmartre. Ich bin aus Altona. Na und? Ich auch? Wie soll ich mir wohl so einen Kerl angeln? Ach, du sollst ja überhaupt nicht angeln. Du sollst dich angeln lassen. Das Wichtigste, was man braucht, wenn man was mit Mann anfangen will, bringst du mit. Du hast schon einen. Erklären. Hast du keinen Mann, dann fällt es dir sehr schwer, eins zu finden. Hast du aber schon einen, dann kannst du die Tür gar nicht mehr hinter dir zukriegen. So drängeln die. Was? Ja, das ist genau wie mit dem Geld. Hast du nichts, gibt dir die Bank auch nichts. Kannst du aber vor Geld nicht außer Augen gucken, sonst denken sie dir das noch vorne und hinten rein. Also ich krieg meine Tür noch ganz gut hinter mir zu. Ja, weil du eine graue Küchenmaus geworden bist. Ach was, du musst hier raus. Dieses Mädchen macht die Arbeit hier im Haus und du arbeitest irgendwo einen halben Tag. Och, nö, ich weiß nicht. Soll ich wohl so einen Halbtagsjob hier kriegen? Och, nö, und dann Dienstmädchen. Ich weiß nicht, ob Peter das gut findet. Oh je, nochmal, wo kriegen wir denn nur bloß einen Mann her? Und das mit der Arbeit wird ja doch nichts. Und alles wird ein Drama, weil wir aus Altona sind. Und das hat ja sowieso alles keinen Zweck mehr. Wir fragen einfach mal die Karten. Komm, misch mal. Drei Haufen zu dir mit links zum Herzen hin. Oh, gut. Na ja, und da haben wir ihn, ja. Wen? Na, den Karo König, dein Lover. 2, 4, 6, 8. Er wird dir nun jeden Mittwoch den Nachmittag schön machen. Wieso denn Mittwoch? Na ja, also meinetwegen auch Montag oder Freitag. Irgendein Nachmittag eben. Na ja, also nachts geht das doch nicht. Also der Karo König. Ja, und wie komme ich mit ihm zurecht? Ja, das wollen wir nun mal sehen. Da bist du, die Herzendame. Und hier ist Peter, der Herzenkönig. Der liegt dicht bei der Arbeitskarte. Und das blanke Geld um ihn rum. Du, das wird ein gutes Geschäft heute Nacht. Und hier bei dir, guck mal, da ist er, der Karo König. Was denn? Ja, das Gedien, du. Der bringt andere Menschen auf den richtigen Pfad. Polizist? Nee. Keine Uniform. Vielleicht einer von der Kripo. Oder ein Pastor. Pastor, na hör mal, der würde doch nicht... Na ja, reingucken kann man da ja nicht. Ne? Ach, guck mal hier. Hier haben wir noch einen kleinen Unfall. Na ja, vielleicht fällt er von der Kanzel runter und dir direkt vor die Füße. Ne?
So, hier, misch mal. So, für Peter die Zufriedenheit, für dich Kreuzdame, das bin ich. Und hier am Haus. Was liegt am Haus? Der Karo-König. Was ist denn mit ihm? Sag das schon. Der liegt ganz dicht bei dir. Der steht beinahe direkt im Mann vor der Tür. Das ist er. Das ist er. Was? Guten Abend. Guten Abend. Es ist mir peinlich, Sie zu stören, aber ich bin beim Wenden gegen Ihre Mülltonnen gefahren. Beim Rückwärtsfahren, verstehen Sie? Die waren wirklich schlecht zu sehen und standen sehr dicht an der Straße. Ja, wissen Sie, unsere Bär, die stellt die Arscharme immer so durchspaddelig hin. Ihr Wagen hat doch nichts abbekommen, Herr Pasta. Pasta? Sie sind kein Pasta. Pasta? Nee. Ich bin Lotse. Ach, Lotse! Da hätten wir aber auch gleich drauf kommen können. Oh, nicht unbedingt. Wenn ich als Lotse noch nicht mal an Ihre Ascheimer vorbeikomme. Naja, mein Wagen ist soweit in Ordnung, aber eine von den Tonnen hat Totalschaden. Klar, dass ich dafür aufkomme. Ach ja, nicht? Ach, dann kommen Sie doch bitte am Mittwochnachmittag hierher und dann bringen Sie alles in Ordnung, nicht? Hier bei Lübbers! Nee, hier ist mal bloß das Hausmädchen. Ach, du bist das! Was? Och nö, doch nicht an Sonnabend. Och nee, das geht nicht. Meinen freien Nachmittag habe ich immer mittwochs. Wahnsinn! Die Hausarbeit hat sie früher selber gemacht. Die muss einen totalen Frust gehabt haben. Nee, die arbeitet halbtags in so einer Boutique. Nee, die ist okay. Schlimm ist bloß die Tante. Ja, die hat sich hier total festgesetzt. Nun muss ich schon wieder für sie in eine Sauna anmachen. Was die sich so zusammenschwitzen tut. Eigentlich müsste die schon lange vertrocknet sein wie so eine Backpflaume. Ja, nee, meine über Frau Löbers kann ich nicht meckern. Weißt du noch, was ich zuerst immer gesagt habe? So eine richtig trutschige Hausfrau. Oh, die hat sich aber fix geändert. Zuerst hat sie ja immer so baumwollene Liebestöter angehabt. Aber nun schwarz-seidene Tangas. Mit Spitze. Was? Oh, du olles Ferkel. Na, Jasmin. Wer war denn das? Ja, das war wohl falsch verbunden. Ja, das glaube ich aber auch. Ist Frühstück fertig? Tee steht warm, Kaffee läuft durch und das Ei für die Lübbersche ist gekocht. Sagen Sie doch bitte für die gnädige Frau. Also ich finde, das klingt bescheuert. Jasmin, sowas sagt man nicht. Wo ist meine Nichte überhaupt? Sie schockt. Was tut sie? Sie schockt. Sie schießt um Parkour. Und sie joggt. Ist Herr Lübbers denn auch schon aufgestanden? Vorhin habe ich ihn schon im Bad rumröcheln hören. War wohl wieder eine anstrengende Nacht, ne? Also Jasmin, ob man wo sie recht hat, hat sie recht. Ja. Be happy. Oh Mann. Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Morgen, gnädiger Herr Lübbers. Was wollen Sie denn haben? Tee, Kaffee, alles klar. Tomatensaft. Eiskalt. Und tun Sie da noch ein bisschen Eis extra zu rein. Das ist aber ganz schön ungesund für Sie, Ihren Magen. Naja, wenn Sie sowieso schon schlecht sind. Also wer sagte, dass mir schlecht ist? Oh. Sie sehen so aus. Das ist nicht für meinen Magen, das ist für meinen Kopf. Wo ist eigentlich meine Frau und meine Tante? Ist das Sie, Ihre Tante? Ich habe immer gedacht, es ist Ihre Frau, Ihre Tante. Also nur kein Streit. Also, wo ist meine Frau und die Tante meiner Frau? Hier bin ich, mein Junge. Aber, oh Gott, Jasmin, wenn Sie fertig sind, dann können Sie gleich draußen anfangen, nicht? So. Oh Mann. Wenn hier alles so etipetete gehen soll, dann müssen Sie aber auch
Es ist gut, sagen. Was muss ich? Jawohl, das weiß ich positiv. Das sagen nämlich immer die feinen Pinkels im Fernsehen, wenn die Dieners da noch rumstehen und rausgehen sollen. Ja, dann sagen die das. Es ist gut. Jasmin, es ist gut. Du sag mal, wo steckt eigentlich meine Frau? Die läuft im Park rum. Was soll das denn? Na, wegen der Gesundheit, wegen der Figur. Sie will besser aussehen. Also noch besser? Wozu das denn? Oh, oh Mann. Oh, also Kopfweh. Ja, da halt ihr doch wieder das Glas an die Stirn. Ja. Weißt du, der Tomatensaft, der passt so gut zu deinen roten Augen. Ja, lach du Mann. Ja. Ich racker mich ab, dass ihr das besser habt. Nacht für Nacht. Köln für Köln. Ja, was kann ich denn dafür, wenn solche Geschäfte in meinem Tresen ausgehandelt werden? Komm, so redest doch nur am Morgen, ne? Oh, 11 Uhr. Ich muss sehen, dass ich mein Zeug ankriege. Da kommt gleich so ein Lotse, Christiansen heißt er. Der kommt doch nicht heute, heute ist doch nicht Mittwoch. Oh! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na, geht schon wieder? Ja, das... Du sag mal, was hast du eben gesagt? Das weiß ich gar nicht mehr. Was hast du denn gesagt? Was? Ach so, ja, da kommt gleich so einer, der meine Jolle kaufen will. Weißt du, ich komme ja doch nicht mehr zum Segeln. Ja. Das hat keinen Zweck mehr. Und wie war der Name noch? Marie. Nee, Marie 2. Marie 1, die haben wir doch damals in Zahlung gegeben wegen der Pleiten. Was hast du gesagt, wer die Marie kaufen will? Christiansen heißt der. Und der ist Lotse? Ja, das scheint so eine richtige Wasserratte zu sein. Mhm. Weißt du, bei ihm ist unsere Marie bestimmt in besten Händen. Das glaube ich ja nur nicht so. Ich meine, weiß Marie das mit der Marie? Mit der Marie 2? Na klar weiß sie das. Sie hat nichts dagegen. Ja, weiß sie denn auch, an wen du verkaufen willst? Ach, das kann dir doch egal sein. Da bin ich aber nicht so sicher. Guten Tag, mein Name ist Christian und ich bin mit Herrn Löbertag. Nein, nein, nein. So. Nee, nicht da rein. Na, da geht das doch in die Betten. Oh. Hier ist sie. Guten Tag, Herr Christiansen. Trinken Sie eine Tasse Kaffee mit uns? Nanu, für mich? Nein, die sind für Ihre bezaubernde Frau. Ich meine, für Ihre Frau... Ja, das ist meine bezaubernde Frau Tante. Nun bedanke ich schon, meine Süße. Ja. Das ist doch zu nett von Ihnen. Na ja, für die Hausfrau eben. Ne? Ich habe ja nicht gewusst, dass Herr Lübbers eine Familie hat. Nee, das konnten Sie ja auch nicht wissen. Na klar bin ich verheiratet. Meine Alte muss gleich kommen. Ihre was? Meine kleine Dicke, meine Frau. Ach, Ihre Frau. Ihre Frau ist alt und dick. Nee, nee, das ist sie nicht. Das sage ich immer so. Ach so, ja. Sie sind wohl nicht verheiratet. Oh, noch nicht. Na ja, da können wir das auch nicht verstehen. Aber warum reden wir eigentlich die ganze Zeit von meiner Frau? Reden wir doch gleich über Marie. Über... Na, das Boot, was Sie kaufen wollen, das heißt doch Marie. Ach so, die Jolle. Das hat doch keine Eile, Herr Löbbers. Frühstücken Sie doch erstmal in Ruhe zu Ende. Trink doch endlich mal deinen Saft aus. Heiß genug ist er ja nun wohl, nicht? Oh ja. Die Fotos von Marie habe ich noch gar nicht rausgesucht. Von der Jolle? Ja, und nachher können wir den Yachthafen fahren. Das ist ja ganz dicht bei. Aber jetzt zeige ich Ihnen mal den ganzen Papierkram. Interessieren Sie sich für Buddelschiffe? Doch, ja, ich interessiere mich für alles, was mit Marie zu tun hat. Was habe ich gesagt? Bei ihm ist unsere Marie bestimmt in besten Händen. Kann sich die Jolle ja freuen, nicht? Er wird sie bestimmt hegen und pflegen. Ja, und ab und zu wird er auch mal auf ihr segeln. Ja. Herr Christian, Sie sind nicht eilig. Dann packe ich das Ganze zusammen, ziehe mir ein bisschen was an. Mögen Sie ein Happen essen? Oh. Ja, dann setzen Sie sich mal hin. Meine Tante wird sich schon um Sie kümmern. Also, wie konnten Sie bloß kommen auf den Sonnenmorgen hierher? Marie wird Sie auf den Tod verjagen. Die Jolle? Ach, ja. Was ist nun mit Sauna? Da habe ich überhaupt nicht mehr dran gedacht. Also ausmachen. Ja, lassen Sie sich durch mich mal nicht stören. Ich kann hier ganz gut alleine sitzen und Happen essen. Ja, nachher kommt meine Nichte und sie weinen hier alleine. Oh, also ist das Ding ein bisschen altmodisch. Also, Jasmin, Sie stellen sich jetzt mal an die Tür und warten auf Frau Lübbers. Und wenn sie kommt, dann sagen Sie ihr, dass Herr Christian Sie hier in der Küche sitzt. Aber das sieht sie doch selber, wenn sie reinkommt. Ja, eben. Darum sollen Sie es ihr ja vorher sagen. Sie sagen ihr, Herr Christian sitzt hier in der Küche, obgleich heute gar nicht Mittwoch ist, haben Sie das begriffen. Was sollen Sie sagen?
Ja, also ich sag, dass Herr Christiansen in unserer Küche sitzt und dass heute gar nicht Mittwoch ist. Und ja, aber das weiß sie doch auch selber. Also Jasmin, nun gehen Sie schon an die Tür. Sie dürfen sie nicht verpassen. Das kann ja auch nicht gut gehen. So viele heiße Luft. Also das echt. Also ich gehe jetzt in die Sauna. Ach, seht ihr doch zu, wie ihr fertig werdet. Axel, ich werd verrückt. Was machst du denn hier am Sonntagmorgen? Ich frühstücke. Ich hab dir doch gesagt, dass ich mal auf den Lütten Klönschnack mit deinem Mann reingucken wollte. Ja, aber ich hab nicht gedacht, dass du das im Ernst meinst. Wo ist Peter? Der zieht sich an. Und deine Tante sitzt in der Sauna, du. Die war ganz schön hittelig, weil ich hier auf dem Sonntagvormittag aufgekreuzt bin. Jasmin schiebt Wache an der Haustür, damit sie dich warnen kann, dass ich hier bin. War das Tante Inges Idee? Ja, die mache ich leiden, deine Tante. Wenn du mich nicht bald heiratest, dann nehme ich sie. Axel, ich bin verheiratet. Ja, und dein Mann erzählt was von einer dicken alten Frau. Was? Das hat er gesagt. Sag mal, worüber habt ihr denn überhaupt geredet? Ich hab einfach gesagt, ich will seine Marie haben. Und er hat gesagt, geht in Ordnung, aber über den Preis müssen wir uns noch einig werden. Jetzt sucht er alte Fotos raus, damit er den Preis in die Höhe treiben kann. Was? Alte Fotos? Doch nicht die von Kampen. Du hast doch immer selbst erzählt, was er für ein tüchtiger Kaufmann ist. Ja, aber dass du auch so ein tüchtiger Kaufmann bist. Und ich komme hier ja schon vor wie so ein... Du musst doch nicht alles glauben, was dir die Leute erzählen. Glaubst du wirklich, ich würde mit deinem Mann um dich handeln wie um 100 von Schweinebraten? Traust mir sowas zu? Eigentlich nicht. Na, siehst du. Aber du kannst mir das zutrauen. Ich würde das tun. Ich würde dich kaufen oder auf eine Auktion für dich bieten. Oder dich klauen, wenn das Sinn hätte. Aber du willst ja nicht. Wie oft habe ich gesagt, red mit deinem Mann oder ich red mit ihm. Und jedes Mal hast du nie gesagt. Solange du nicht freiwillig bei mir bleiben willst, da bleibt das eben bei Mittwochnachmittag. Besser das als gar nichts. Oh, Herr Christiansen, ich will hoffen, dass Sie sich nicht sehr zu doll gelangweilt haben. Unser Dienstmädchen hat mir erzählt, unsere Tante ist in der Sauna. Ach, meine Frau ist ja auch schon da. Na ja, dann hatten Sie ein bisschen Unterhaltung. Moin, meine Lütte. Guten Morgen, Marie. Das hier ist Marie. Nee. Marie 2. Marie 1, die haben wir doch damals in Zahlung gegeben wegen der Kranken. Herr Christiansen will unser Boot kaufen. Da hat er dir das nicht gesagt. Ja, und die Fotos? Ja. Ich Ochse. Die habe ich auf dem Regal liegen lassen. Ich bin gleich wieder da. Augenblick! Das Boot. Bist du wirklich deswegen gekommen? Ja, ich habe dir deutlich doch schon mal erzählt, dass ich mir mal wieder eine kleine Jolle kaufen will. Ja, das stimmt. Da habe ich an unsere Marie 2 gar nicht gedacht. Ich habe die Anzeige vorgestern im Abendblatt gelesen und da habe ich mir gedacht, na, guck dir den mal an, ist ein super Ehemann, von dem deine Marie nicht lassen will. So, Herr Christiansen, nun zeige ich Ihnen erstmal ein paar Bilder von der Jolle. Gucken Sie mal hier. Nee, vielen Dank, Herr Löbers. Ich glaube, das wird doch nichts mit der Marie und mir. Ja, aber wieso das denn? Sie haben doch gar nichts zu sehen bekommen. Doch, doch. Schönes Haus haben Sie hier, Herr Löbers. Bloß die Aschalmer stehen so weit weg. Genau. Man schleppt sich dumm und dösig mit dem schädderigen Abfall. Vielleicht sollten Sie das Haus dichter an die Aschalmer setzen lassen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. War interessant, Sie kennenzulernen. Ja, Wiedersehen. Das sehen Sie ja, Frau Löbersen. Und ich stehe mir an der Haustür die Beine im Bauch und lauere auf Sie, weil ich Ihnen noch was Wichtiges sagen muss. Ja, was denn? Ja, den Namen habe ich vergessen. Aber er hat hier in der Küche gesessen, damit Sie sich nicht verjagen. Aber nun ist er ja sowieso weg, ne? Ach, und das Wichtigste war, heute ist nicht Mittwoch. Also wenn wir schon Dienstmädchen haben müssen, warum gerade eine, die nicht alle Tassen im Schrank hat? Lass mal, Peter. Auf jeden Fall bringt sie jetzt den Müll raus und nicht mehr du. Also mich hat das nie gestört. Aber was ging das eigentlich diesen Christiansen an? Ich bin ja ein verträglicher Mensch, ne? Aber den konnte ich nicht verknusen. Ich glaub er dich auch nicht. Was ist das? Warum? Weil er so schnell wieder weg ist. Und mit Marie wird es ja jetzt auch nichts.
Ist was passiert? Ja, was soll denn passiert sein? Oh, Lotze. Er ist wieder weg. Ja, und die Marie? Die kriegt er nicht. Na Gott sei Dank. Sag mal, konnte sie noch nicht aufstehen? Oh Gott, er war mir auf eine Art so unheimlich, ja, ne? Also, mir hat er gefallen, der Herr Christiansen. Mir auch. Sonst starches Mannsbild, so breite Schultern. Und was der für Augen hat. Können wir sonst noch was für Sie tun, Jasmin? Ja, ich muss nun den Braten aufsetzen und will wissen, für wie viel Mäuler ich heute wieder kochen muss. Jasmin Mäuler, wer von den Herrschaften bleibt zum Essen, heißt das? Also für Mäuler kochen oder zum Essen bleiben, wir werden doch alle zusammen essen. Nee, das tut mir leid, aber ich habe eine Verabredung in der Stadt zum Kaffee. Aber Tante, wenn du eine Verabredung zum Kaffee hast, dann kannst du wohl mit uns zum Mittag essen. Nee, wenn ich hier doch Mittag esse, dann kann ich heute Nachmittag keinen Kuchen mehr schnabbeln. Also Jasmin, meine Tante, die Tante meiner Frau, wird nicht mit uns zu Mittag essen, aber... Ich bin auch nicht da. Ich habe eine Verabredung mit Mausi Schröder. Wir wollen in einem Club einen Salat essen. Ach so, du willst mit Mausi Tennis spielen? Na wunderbar. Dann kann ich ja alleine in der Küche rumsitzen und den Braten wegputzen. Ich kann Ihnen den Braten ja vorm Kamin servieren. Nein, danke. Meine Lütte Dicke, nun wird das aber langsam ein bisschen doll. Du bist ja mehr unterwegs als zu Hause. Morgens joggst du im Park rum, mittags spielst du Tennis und... Abends ist sie immer zu Hause. Abends bin ich nicht zu Hause. Ja, ja, genau. Aber tagsüber bist du auch nicht zu Hause. Wann soll ich denn wohl zu Hause sein? Jasmin, schaffen Sie das weg! Zu Hause sein. Einfach, weil mir das ein gutes Gefühl gibt, wenn ich weiß, dass du da bist. Ach. Warum haben wir denn den schönen Bungalow? Und zumindest an Sonntag und Sonntag sollten wir zusammen... Oh, das wird Mausi sein. Ich habe immer noch nicht zu Ende gefrühstückt. Du, ich will, dass du sie wieder wegschickst und hier bleibst. So, wie sich das gehört. Herr Lübers, da ist so ein kleiner Junge, der soll Ihnen was von so einem Senator ausrichten. So ein ganz gediegener Name. Dickmilch oder Sauermilch. Sag mal, was wollte der Lotse denn nur eigentlich? Wollte Peter alles erzählen? Das habe ich zuerst auch gedacht, aber er hat ihm nichts gesagt. Er wollte sich ihn wohl bloß mal angucken. Axel hätte gern, dass ich mich von Peter scheiden lasse und ihn heirate. Um Gottes Willen, bloß nicht. Da käme sie ja vom Regen in die Traufe. Ja, und ist doch alles gut, wie das so läuft. Ach, ich weiß nicht. Peter ist nicht recht zufrieden und Axel auch nicht. Ja, und du? Ach, ich fühle mich viel besser als vor einem Vierteljahr. Na also, das ist doch die Hauptsache. Und wisst ihr was? Na? Der Kleine, der kam im Auftrag von Senator Buttermilk. Wie heißt der, Buttermilk? Ja. Stell dir nur mal vor, der Senator will mich in seinen Golfclub mitnehmen. Ja, wir haben im Überseeclub mal darüber gesprochen, aber ich habe nicht gedacht, dass er das ernst meint. Toll. Er will sogar für mich bürgen, dass sie mich aufnehmen in den Club. Wie findet ihr das? Also, wann willst du denn nun noch Golf spielen? Ja, jeden Sonnabend, jeden Sonntag. Golf braucht Zeit und man ist immer in der frischen Luft. Wie schön für dich, mein Peter. Ja. Und der Senator will für dich bürgen. Ja, ist das nicht wunderbar? Und was ich da für Geschäftsverbindung anknüpfen kann. Ja, so ein bisschen Spaß wird ja wohl auch für dich dabei rausbringen. Ja, mach wohl. So, nun muss ich los. In der Viertelstunde muss ich da sein. Hast du denn auch genug gefrühstückt, mein Peter? Ich habe keinen Hunger. Tschüss. Tschüss. Keine Inge. Tschüss. 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 Ja. Dann kann ich nun wohl endlich abdecken. Und den Braten kann ich dann wohl auch vergessen, oder? Tun Sie das, Jasmin, aber abdecken können Sie hinterher. Jetzt wollen wir erst noch ein bisschen schnacken. Über was denn? Ja, also Frau Lüppers und ich, wir hätten noch was zu besprechen. Ohne Ihre Hilfe. Ach so. Ach, und die Sauna kann ich dann wohl wirklich ausmachen, oder? Es ist gut, Jasmin. Denn das für ein Typ, mit dem du dich heute Nachmittag verabredet hast? Das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ach du, wir standen gestern zusammen am Jungfernsieg. Weißt du, wo die Dampfer immer anlegen? Und da sind wir so in Schnack gekommen. Nun muss ich mich schnell noch ein bisschen herrichten, dass ich nachher so richtig makellos vor ihm dastehe. Ist er verheiratet? Das weiß ich nicht. Was? Ja, ich weiß nicht mal, wie er heißt und was er macht. Was? Wir haben einfach gesagt, wir wollen uns heute Nachmittag wieder treffen. Drollig nicht. Ja. Oh, da ist Mausi. Ja. Guten Tag. Schau dir was? Das kann doch nicht angehen. Das darf. Ah, das freut mich, dass ich so auch mal kenne. Mein Name ist Buttermilch.
Was? Herr Senator! Oh, da fällt auch Pfiff noch. Hat der kleine Junge gemacht. Ja, da habe ich mir gedacht, wenn ich hier sowieso vorbeifahre, dann kann ich Ihren Mann auch gleich mitnehmen zum Golfplatz. Ach, kommen Sie doch einen Augenblick rein. Mein Mann ist gleich soweit. Er zieht Sie nur noch eben um. Oh, Donnerwetter. Oh, was Sie für einen schönen Kamin haben. So einen wollte ich mir auch mauern lassen. Ja? Ja. Tante Inge? Na nu? Sie war doch eben noch hier. Oh. Herr Senator, das finde ich aber nett. Tja, können wir gleich los? Ich habe das ein bisschen eilig, weil ich heute Nachmittag noch was Wichtiges vorhabe. Ich bin bereit. Ja. Also, gnädige Frau. Herr Senator. Tschüss. Oh, tschüss. Inge, was machst du denn in der Speisekammer? Soll ich mich so einen Senator präsentieren, im Bademantel und auf Pampuschen? Ach, du hast dich doch sonst nicht so. Das machst du doch alles mit deinem Charme. Marie, du begreifst das doch. Das war doch der Mann, vor dem ich so gern makellos dastehen wollte. Das war doch dieser Senator, der... Buttermilk. Das ist dein alltäglicher Mann, der so ein bisschen stäbig ist und so ein bisschen aussieht wie ein Bauer? Ja doch. Dass du dich auch mal irren kannst. Mann, die Buttermilks, die gehören zu den ältesten Familien hier in der Stadt. Die haben ja schon beinahe blaues Blut. Bauer. Ach was, davon verstehst du nichts. Ob blau oder grün, das ist mir doch nur puttegal. Der steht mit beiden Beinen auf der Erde. Du, aus so einem Mann, da wird mal ein guter Ehemann. Aber Tante Inge. Ja, also wenn der noch keine Frau hat, heirate ich ihn. Wenn ich das bloß schaffe. Ihn zu erobern? Och, das schaffe ich am halben Nachmittag. Wenn ich das bloß schaffe, mich an diesen appeltwatschen Namen zu gewöhnen. Buttermilk. Oh. Weil ich will ja nachher noch nach so einem Vortrag hin. Und vielleicht, ja, wer weiß, ich habe nämlich einen neuen Freund. Oh, ein bisschen blass, ne? Doch nicht der. Das ist doch uns Kunst am Bau. Nee. Und weil ich noch nicht weiß, wie das mit meinem Neuen weiterläuft, habe ich meinem Alten noch nicht gesagt, dass mit ihm Schluss ist. Ja, vielleicht ist ja auch gar nicht Schluss. Und warum soll ich ihn denn erst wild machen? Haben Sie sich das selbst ausgedacht? Nee, das hat mir Frau Lübbers ihre Tante verklärt. Mama, die kennt ja was von. Die hat mir auch mal die Karten gelegt. Und da hat sie ihn dann auch gesehen. Und auch, wo er herkommt, tut. Also, er kommt aus einer guten Familie. Erste Sahne mit asig viel Geld. Und er steht zurzeit im Dienst von der Öffentlichkeit. Ach, Beamter. Er ist bei der Müllabfuhr. Oh. Nee, nee, wenn er sich gewaschen hat, dann riecht er wie ein stinknormaler Mensch. Ach ja. Naja, und wenn man so will, ist so ein Müllmann auch nicht schlechter als ein Schlachter, ne? Aber wie er dabei zu asig viel Geld kommen will. Das erbt er. Ach, Jasminchen. Da machen Sie sich mal keine allzu großen Illusionen. Was der Mann Ihnen da vielleicht erzählt hat. Erzählt hat er mir gar nichts. Bloß, dass er eigentlich studieren tut. Orientalistik. Und da hatten wir dann auch gleich was zu schnacken, weil ich habe doch diesen Bauchtanzkursus mitgemacht. Ja, das war auch so ein Ratschlag von Frau Lübers ihrer Tante. Ich dachte, mit der verstehen Sie sich nicht so gut. Doch, sie dass sie ja nicht mehr wohnen, da sind wir fast wie Schwestern. Ja, und die hat mir verklärt, dass so ein Bauchtanzkursus gut für meine erotische Strahlung ist. Naja, und bei
Björn, mein Müllmann, hat das dann auch gleich angeschlagen. Ja, und wie kommen Sie darauf, dass der junge Mann so viel Geld erbt? Na, das lag ja in den Karten. Und Tante Inge sagt, die Karten lügen nie. Ich sollte mir auch mal von Tante Inge die Karten legen lassen. So, mit Ihrem Björn wollen Sie also zu einem Vortrag? Ja, über den Orient. Wasserpfeifen und so. Und wenn das interessant ist und wir noch diskutieren müssen, dann kann das noch spät werden heute Abend. Naja, eigentlich habe ich ja bloß mittwochs nachmittags meinen freien Tag. Aber meine gnädige Frau hat gesagt, wenn das so aussieht, dann... Oh, da sind Sie ja! Mausi, kommen wir zu spät. Mausi, wie lange haben wir uns nicht gesehen? Ich glaube, du warst 10, 11 Jahre alt. Ich darf doch noch du sagen, nicht? Klar doch, natürlich. Na, wie war's denn bei der Taufe? Langweilig, Mausi. Das Netteste war das Baby. Das hat die ganze Zeit geschlafen. So, ich hau dann ab, ne? Tschüss, Frau Lübers. Ach ja, richtig. Na dann, viel Spaß, Jasmin. Ja. Viel Erfolg. Tschüss. Tschüss. Ach ja. Oh, Tante Inge. Na? Können Sie mir nicht auch mal die Karten legen? Na, du Mausi, hast du das nötig? Ich glaube, ich will mich scheiden lassen. Oh. Wer bringt bei euch den Müll weg? Das ist eine gute Frage, ne? Wollt ihr mich vielleicht auch mit dem Müllmann verkuppeln? Du, ich hab noch nie im Leben einen verkuppelt. Wenigstens nicht, wenn er nicht wollte. Und so, Mausi, hier, nun misch du mal. Drei Haufen zu dir mit links zum Herzen hin. Na? Ach, du Lebe. Haut er dich? Neulich musste ich eine ganze Woche mit einer Sonnenbrille rumlaufen. Und dabei hat es in einer Tour geregnet. Ach, Mausi, du armes Dackel, du. Alles schwarze Pikkarten um dich rum. Und da ist dein Mann. Ach nein, ein Kind mit einer anderen hat er auch. Woher wissen Sie das? Ja, der Herzenjung zwischen ihm und der Karo Dame. Aber heiraten will er die nicht. Und das geht nun schon 8 Jahre so. Aber hier, heiraten will er die hier, die Pik-Dame. Weißt du was davon? Ja, ich kann mir schon denken, wer das ist. Soll die sich doch mit ihm rumärgern? Ich hau ab, je eher, je besser. Nein, nein, Mausi, nicht je eher, je besser. Wieso? Weil er die dann nämlich wirklich heiraten würde. Dann wäre sie die Witwe und würde alles erben. Oh, das liegt ja wohl öfter bei Ihnen in den Karten. Jasmin, haben Sie das doch auch schon erzählt? Jasmin habe ich nur gesagt, dass ihr Neuer aus einer reichen Familie kommt. Den Tod habe ich dann nicht gesehen. Den Tod? Das ist ja grässlich. Ja, wir sagen ja auch nicht. Bloß Sophie Mausi, kein Scheidungsanwalt. Aber geh morgen schon mal los und kauf dir ein schickes schwarzes Kostüm. Mit so einem schicken, eleganten Schleier. Oh, mir wird ganz anders. Packen Sie das bloß weg, sonst glaube ich noch daran. Ja. Aber apropos Kostüm. Marie, darum bin ich ja gekommen. Ja, du wolltest dir ja mein grünes ausleihen. Wenn du noch mal so nett sein magst. Ja, na klar. Wozu brauchst du es denn diesmal? Morgen Abend ist doch die Party bei Fegebusch. Und da kommt doch auch dieser Künstler. Weißt doch, der Maler, Martin, habe ich dir doch schon von erzählt. Der mit den blonden Locken auf der Brust. Woher weiß sie das denn? Kennt sie ihn schon so gut? Oh, das weiß doch jeder. Der trägt seine Hemden doch immer so weit offen. Oh ja? Ich habe mich so richtig in ihn verknallt. Wenn ich nur frei wäre, dann könnte ich vielleicht ihn. Er ist so... Ich kann dir gar nicht sagen, wie er ist. Er macht Gedichte. Einfach so aus dem Kopf. Wenn der dir die Hand küsst, das geht dir durch und durch. Das stellen sich dir alle Nackenhaare auf. Na, das scheint aber nicht so, als wenn er zum guten Ehemann taucht, ne? Das mit dem Handkuss und mit den Nackenhaaren, das weiß ich auch nur von Frau Mahlmann. Mich hat er ja noch nie auf der Rechnung gehabt. Aber wenn ich nur morgen dein Grünes anhab... Also, meine Damen, auf den Laufsteg. Ich glaube, ich überlege mir das nochmal mit der Scheidung. Macht ja auch alles so einen Aufstand. Vielleicht, wenn ich nochmal so ganz in Ruhe mit meinem Mann rede. Blut geht mit Kaltwasser raus. Spinat darf man nicht aufwärmen. Und mit Männern kann man nicht reden.
Das haben wir geschafft, was? Ja. Nimm's mal. Oh. So eine Sitzung im Rathaus, die ist ganz schön anstrengend. Ja, wem sagst du das? Tja, das ist nun immer so einsam hier. Meine Frau geht in der letzten Zeit ihren eigenen Weg. Ah, das hat meine Frau von Anfang an getan. Ich habe mich wohl zu wenig um sie gekümmert. Ja, das scheint mir auch. Das war nicht richtig von dir, Peter. Um solche kleine, süße Frau muss man sich Tag und Nacht kümmern. Ja, ja, hast wohl recht. Aber nun ist sie ja glücklich. Weil du dich wieder um sie kümmerst. Das ist es ja. Also an mir kann das nicht liegen. Ich bin natürlich, der sie glücklich macht. Nee, nee, das hört sich nicht so an. Ja, aber nun frage ich dich, wer macht sie nun glücklich? Also da habe ich mir doch keine Gedanken drüber gemacht, wer meine Frau glücklich macht. Ich freue mich, dass sie glücklich ist. Ja. Und damit Wasser. Ich freue mich auch. Aber mir ist das unheimlich. Hm. Mein Junge, darf ich dich mal ganz was Intimes fragen? Also nein, bitte. Also da wollen wir nicht drüber reden. Peter, ich wollte dich doch nur fragen, ob du nicht früher vielleicht so ein bisschen zu geizig gewesen bist. Ich meine, als Marie noch nicht ihr eigenes Geld hatte. Ach so, Geld? Ja. Naja, kann sein. Aber früher hat sie auch nicht so viel gebraucht. Aha. Sie hat sich riesig gefreut, wenn ich ihr mal eine beschichtete Pfanne oder einen Dampfkochtopf mitgebracht habe. Du, nun solltest du mal die Unterwäsche sehen, die sie anhat. Ja, wenn du meinst, du kannst sie mir ja mal zeigen, nicht? Mit Marie drinnen oder nur so? Oh Mist, da fällt mir gerade ein, dass ich ja auch verheiratet bin. Dann lassen wir das lieber nachtun. Ja, ja, ja. Ihr seid so richtig glücklich, wie das aussieht. Ja, das kann man sagen nach den paar Wochen. Aber ich bin ja auch nicht das erste Mal verheiratet. Da kennt man sich denn schon mit aus. Ach, da kann man so richtig neidisch werden. Weißt du, wie das bei uns aussieht? Gefällt mir das gar nicht. Na ja, dann änder das doch. Von nun an musst du das sein, der Marie glücklich macht. Genau das habe ich mir vorgenommen. Ja? Ich habe ein kleines Geschenk für sie, was sie sich schon lange gewünscht hat. Guck mal hier. Oh. Und für heute Abend habe ich Champagner mitgebracht. Das war eine gute Idee. So kriegst du alles in den Griff. Naja, und das hat sie ja auch verdient. Ja, manches Mal habe ich das Gefühl, so ganz glücklich ist sie nicht. Dann guckt sie dich an, als wenn sie auf was wartet, was denn doch nicht kommt, nicht? Aber nun kommt das. Ich habe mir den ganzen Abend freigenommen. Respekt. Ja, und zufällig war ich heute Morgen bei meinem Doktor. Naja, der hat mir es auch gesagt. Was, die mir Zeit für Marie zu nehmen? Nee, nee, nicht so direkt. Ich soll abends mehr zu Hause bleiben. Hm? Meine Leber ist ein paar Zentimeter zu dick. Na ja, dann mal Prost, du. Ja, dann sollte ich mich ein bisschen mehr um meine Firma und meine Familie kümmern. Ja, und um dich selber auch. Ja, ja, kann sein. Solche Sorgen hast du ja nicht. Nee, nee, ich habe ganz andere Sorgen. Erzähl. Ach du, das ist so dumm, du. Ich habe einen Neffen. Das ist der Sohn von meiner Schwester, die vor ein paar Jahren gestorben ist. Der ist mir ins Herz gewachsen, als wenn er mein eigener Sohn wäre. Weißt du, wir haben zusammen Drachen fliegen lassen, Räuber und Gendarm gespielt und seine kleine Dampflok fahren lassen. Ja, und du? Du bist ja 28. Ja, und wo sind da deine Sorgen? Wir haben uns erzürnt. Nun lebt er in der Wohngemeinschaft. Und damit ich was zulerne, ja, hat er sich ganz was Verrücktes ausgedacht. Na? Er arbeitet. Ja, und? Bei der Müllabfuhr. Und das ausgerechnet bei uns an der Elbchaussee, wo sie das alle kennen. So ein Schlitzohr. Du sag mal, was musst du tun, dass er damit aufhört? Ja, das weiß ich nicht. Ich wollte doch heute Abend mal mit meiner Frau drüber sprechen, aber die weiß das noch gar nicht. Ihr fällt bestimmt was ein, was man dabei tun kann. Denn so viel ist gewiss, Peter, meine Frau ist die klügste Frau von euch. Guck an, du, das hört man auch. Ach, da bist du ja mal dieser Butterlecker, du, was? Schlachtermeister Lübbers. Ich dachte, du hättest nach dem Rathaus noch eine andere Besprechung. Nee, nee, habe ich abgesagt. Ich will heute Abend zu Hause bleiben. Na. Ach, du hast Besuch. Oh, keine Angst, Peter, ich bin gleich wieder weg. Ich habe mir bloß einen Kleid von Marie ausgeliehen. Guten Tag, Tante Inge. Guten Tag, mein Junge. Du sag mal, Mausi, kennst du eigentlich meinen angeheirateten Onkel? Senator Buttermilk, Frau Schröder.
Gnädige Frau. Herr Senator. Und das ist Frau Senator Buttermilch. Seit 4 Wochen, drei oder? 3 Wochen und 2 Tage. Richtig, daran habe ich ja vorhin gar nicht gedacht. Da kann man ja noch richtig gratulieren, Tante Inge. Oh, mein Frau Senator. Ah, danke, Mausi. Aber bleib du mal bei Tante Inge, nicht? Was hat Jasmin denn? Ist das Jasmin? Ja, der liegt unter Nachscheinbar und kommt dann nicht mehr unter Haus. Wer? Mein Gott, der wollte uns Nachscheinbar besser hinstellen. Ja, Also dann erklär du uns das mal, du klügste Frau von der Welt. Weil ich habe überhaupt nichts begriffen, aber so viel habe ich gemerkt. Ich habe noch nie so was Aufregendes erlebt wie deinen Ascheimer. Ausgerechnet jetzt muss ich nach Hause, sonst kriege ich Ärger mit meinem Mann. Danke für das Kleid, Marie. Ist das nicht vielleicht doch ein bisschen zu tief ausgeschnitten? Och, was? Wenn dein Künstler immer so weit offen rumläuft, dann mach er so ein Dekolleté bis denn bleiben. Ob er mir vielleicht auch die Hand küsst? Na, das ist ja wohl das Wenigste, was er dir küssen wird, nicht? Tante Inge! Aber in den Karten liegt das nicht. Ja, also, das tut mir leid, meine Süße. Aber er liegt nur hinten im Wagen. Er will ihre Hand nicht mehr loslassen. Wer denn bloß? Und was hat Jasmin denn nun mit dem Müllmann? Ja, das wissen wir noch nicht. Aber das sieht ernst aus. Mit dem Müllmann, nicht wirklich. Hat er so viel abgekriegt? Mit Jasmin sieht das ernst aus. Aha. Er hat gesagt, er will sie nicht mehr loslassen und sie soll bei ihm in feste Hände kommen, weil sie ein Kind aus dem Volke ist. So redet aber kein Müllmann. Ist der in irgendeiner Partei? Er ist mein Neffe. Ach so, nun verstehe ich das auch. Warum der Zukünftige von Jasmin aus dem guten Haus kommt und im öffentlichen Dienst steht. Was tut der? Ja, das lag in meinen Karten. So, nun wollen wir aber mal schnell deinen Neffen Jasmin, ihr zukünftig und dein Müllmann nach Hause bringen. Tschüss, ihr Tschüss, Mann. Mann. Tschüss, 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 Mann. Tschüss, Mann. Tschüss, Mann. Tschüss, Mann. Tschüss, Mann. Tschüss, Mann. Sag mal, hat sie ihm gesagt, Jasmin zukünftigen? Ja, das lag wohl in den Karten. Ja, ich weiß nicht. Aber ist ja auch egal. Na, Marie. Ist das nicht schön, dass ich heute Abend mal wieder zu Hause bin? Doch, ja. Was ist denn passiert? Ja, nichts. Gar nichts. Ich habe mir gedacht, mach dir es heute Abend mit deiner Frau mal wieder so richtig gemütlich. Was ein aparter Einfall. Oh, na. Ich find's wirklich schön, Peter. Gibt's heute Abend Fußball im Fernsehen? Ja, also nicht, dass ich wüsste. Na, was gibt es dann? Müssen wir denn Fernsehen? Ja, was sollen wir denn sonst? Ich hab gedacht, wir gönnen uns ein schönes Glas Champagner, setzen uns ein bisschen an den Kamin und reden ein bisschen. Reden? Aber das ist doch ganz normal, dass Eheleute miteinander reden. Ja? Ja, mag wohl sein, aber ich weiß es nicht. Hier, das ist für dich. Was ist das denn? Ein Geschenk. Mach mal auf, aber vorsichtig. Siehst du die Löcher da in dem Deckel? Das ist ja lebendig. Ist das eine Schlange oder ein Skorpion? Ein Krokodil. Du mach schon auf. Eine ganz schwarze. Oh, hab ich mir immer gewünscht. Ja, und nun hast du sie. Oh, wie niedlich. Oh, vielen Dank, Peter. Wie lieb von dir. Ja, mir ist aufgefallen, dass wir uns in der letzten Zeit ein bisschen auseinandergelebt haben. Ich meine, ich finde es ja gut, dass du in deiner Boutique arbeitest. Nötig wäre das nicht. Ich könnte dir so viel Taschengeld geben, wie du möchtest. Guck mal, jetzt schläft sie. Ist das nun eine Katze oder ein Kater? Ich meine, wenn du nur wegen des Geldes arbeitest. Nö, das Geld ist mir nicht so wichtig. Wie soll sie denn jetzt heißen? Dir fällt bestimmt ein süßer Name ein. Prost. Prost. Du hast schon lange nicht mehr gekocht. Oh, Peter, hast du Hunger? Ach, nein, 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 ich meine nur. Nur wieso?
Jasmin kocht doch prima. Ja, aber nicht so gut als du. Hm. Früher hast du sogar das Brot selbst gebacken, weißt du noch? Und ob ich das weiß. Aber jetzt, wo ich meine eigene Arbeit habe, den Sport, meine eigenen Freunde und so weiter. Und so weiter. Und so weiter. Dann macht mir das alles überhaupt nichts mehr aus. Du, das macht überhaupt nichts mehr aus, wenn ich fast keinen Abend zu Hause bin. Nö, wirklich nicht. Ja, aber das sollte dir was ausmachen. Sollte es? Ja, das hört sich ja fast so an, als wenn ich dir überhaupt nicht mehr fehle. Ja. Du, also normal wäre, wenn du traurig wärst oder wütend. Doch, Marie, wenn dir irgendetwas an mir liegt, dann musst du so fühlen. Was? Ich soll also alles, was mir wichtig ist, wieder aufgeben? Bloß damit du merkst, dass mir was an dir liegt? Nein, 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 so nicht. Ich will mich doch auch ändern. Bleib du mal, wie du bist. Warum? Das mit dem Ändern wird ja doch nichts. Warum nimmst du mich nicht ernst? Ich will doch wieder viel mehr zu Hause sein. Stell dir mal vor, wir schicken Jasmin zum Teufel und alles ist wieder so wie früher. Wie früher? Oh, bloß nicht! Nur viel schöner! Alles das, was so gemütlich war, das wollen wir wieder machen. Zieh doch mal deinen alten Morgenrock an. Den habe ich doch ewig nicht mehr gesehen. Ja. Und Lockenwickler ins Haar. Ja, bei dir sieht das richtig süß aus. Ja. Wie bei einer trufabeligen altmodischen Hausfrau. Ja, und hinter den Ohren musst du dann wieder nach Honig duften. Hör bloß auf! Ich kann's nicht mehr hören, Mann. Ich war kreuzunglücklich, weißt du das denn nicht? Aber nun könntest du doch viel glücklicher sein. Ich wäre doch auch wieder viel mehr zu Hause. Ach, viel zu Hause, Mann, was willst du denn hier? Du kannst mir doch nicht den ganzen Tag beim Brotbacken zugucken. Naja, wir könnten doch mal wieder eine Party geben. Das haben wir lange nicht mehr gemacht. Die letzte ist ein Dreivierteljahr her, mein Geburtstag. Ja, darauf kann ich mich noch besinnen. Den ganzen Abend bin ich nicht aus dieser verdammten Küche rausgekommen. Und das Feuerwerk, das habe ich auch nur gehört. Gesehen habe ich nichts davon. Ach, Marie, nun übertreibst du aber. Das eben, das hast du dir doch ausgedacht. Hm? Oh, nee. Oh, meine kleine Dicke. Das nächste Mal kriegst du das Feuerwerk zu sehen. Und dann lassen wir uns ein kaltes Buffet bringen. Nun, ob wir das tun, dann kann Jasmin hier die Küchenmaus spielen. Na gut. Muss sie denn unbedingt hier bei uns wohnen? Ich meine, wenn sie nur tagsüber hier wäre, dann hätten wir doch den ganzen Abend das Haus für uns allein. Und da? Na ja, dann könnten wir doch mal wieder so ein bisschen rumsmüstern. Oh, rumsmüstern? Ja, warum nicht? Warum sollten wir nicht mal den ganzen Abend vor dem Kamin sitzen und rumkuscheln? Wir haben doch Zeit. Oh, oh, ich sterbe wohl! Sie sind entlassen! Nun reicht das aber, Sie sind... Geht nicht! Wieso? Sie können mich nicht rausschmeißen, weil ich nämlich kündigen tue. Ich gehe nämlich in die Schweiz. Die gnädige Frau, ihre Tante, schickt mich dahin. Wieso das denn? Damit ich den Stil lerne. Und total gutes Hochdeutsch. Warum sollen Sie das alles lernen? Na, als Sie Ihre Cousine? Also was ist das? Ja, ich heirate Björn. Und der ist Sie Ihr Cousin. Weil Björn sein Onkel mit Sie Ihrer Tante und Sie Ihrer Frau Ihrer Tante verheiratet ist. Und darum bin ich Sie Ihre Frau Ihre Cousine. Ist doch logisch, ne? Und dann... Ja, dann können wir auch gleich du zueinander sagen, ne? Also nicht vor der Hochzeit. Und mir auch recht. Also ist denn meine Tante? Hä? Ich meine Ihre Tante. Wie? Die Tante von uns allen. Ist denn die damit einverstanden, dass Sie Björn heiraten? Ja, weil ich doch ein Kind aus dem Volk bin. Und dann hört er auf mit dem Müll in der Orientalistik und fängt bei dem Senator auf dem seiner Bank an. Und wenn denn alles paletti ist, dann sind wir alle zusammen glücklich. Herzlichen Glückwunsch, Jasmin. Vielen Dank. Mhm. Ja, herzlichen Glückwunsch, Jasmin. So, ich suche nur meinen Kram zusammen. Lassen Sie sich mal nicht stören. Machen Sie ruhig da weiter wie vorhin. Ich komme nun nicht wieder rein. Na, Marie. Na? Hm? Oh, das habe ich ja ganz vergessen. Ich muss ja los! Los? Ja, um 8 fängt das Theater an. Oh, das tut mir aber leid, Peter.
ich konnte ja nun wirklich nicht ahnen, dass du ausgerechnet heute deinen ersten Smüsterabend machen wolltest. Nee, das konntest du nicht ahnen. Das ist denn ein schönes Stück. Ach, das will ich hoffen. Ach, und hinterher wollten wir dann noch essen gehen. Das? Ach so, ja. Schön. Soll ich mal schnell gucken, was es im Fernsehen gibt? Ach nee, lass mal. Der Kamin brennt ja. Ich werde ein bisschen lesen, ein bisschen nachdenken. Das wird bestimmt ein gemütlicher Abend werden. Ach, Peter, du hast doch wohl nichts dagegen, dass ich mir gleich morgen ein neues Dienstmädchen angucke? Was? Ach nee, nicht. So, ich muss los. Du wirst ja bestimmt schon schlafen, wenn ich wieder nach Hause komme. Tschüss! Ja, das werde ich wohl. Ach, Tante Inge, das ist alles Gute, Peter. Wie ihr seht, kommt dir unser Geschenk ja gerade recht, was? Ja, was habt ihr denn? Hier, reine Seide. Fühl mal, wie weich. Oh, wie weich. Toll, du, welche soll ich denn nehmen? Was meinst du? Ja, die hier. Ja, finde ich auch. So. Alles zu? Ja. Was deine Frau alles kann. Ach du, die kann noch viel mehr. Du, das andere behältst du aber für dich, ja. Nur das Harmlose. Zum Beispiel werde ich jeden Morgen von ihr rasiert. Also was machst du, Tante Inge? Ja, ich finde, das ist nicht verkehrt, wenn man dem Ehemann wenigstens einmal am Tag das Messer an die Kehle setzt. Sag mal, wo ist Sandra denn? Ach, die hat Marina schon lange rausgeschmissen. Was? Ist da dein Schrubber, die sich lieber an der Cognac-Buddel festgehalten. Die neue heißt Natascha. Naja, die hätte gestern so doll ihren freien Tag, dass sie heute ganz krank ist. Jasmin, Sandra, Natascha. Weißt du, wie früher die Dienstmädchen hießen? Marie! Oh. Ja, ihr beiden. Ach, uns geht das prächtig, meine Herren. Prächtig. Ja, wir kriegen ja nur was Kleines. Aber Tante Inge. Oh, mein, ich doch nicht. Nein, Jasmin, und für uns ist das denn ja sowas beinahe wie ein Enkelkind, verstehst du? Na ja, ich versuche das zu verstehen. Na ja, das Pensionat hat uns geschrieben, als Jasmin immer molliger geworden ist. Ne? Zuerst haben sie es für disziplinlose Nahrungsaufnahme gehalten. Aber da hatte sie den Kursus ja schon beinahe hinter sich. Und nun redet sie perfekt feinstes Hochdeutsch, wenn sie es tut. Ja. Bis zu der Hochzeit um die beiden bei uns. Ach, ihr habt aber ja wohl nichts dagegen, wenn Björn und Jasmin nachher auch noch kommen. Doch, was sollen wir wohl? Je mehr Leute kommen, umso mehr freuen wir uns. Ist es nicht so, Peter? Na klar. Ja. Oh. Tante Inge, hilfst du mir mal schnell? Ja, gib mal her. Wieder das Dienstmädchen, ne? Tja. Aber ein eisches Kleid hast du an. Natascha ist krank geworden. Aber das macht nichts. Ich bin's ja schon mit anfassen. Ja, ich komm schon, Peter. Danke. Du, was ich noch sagen wollte. Peter, der sieht in der letzten Zeit immer so traurig aus, ne? Ja, grässlich, nicht? Ist das nur seine Midlife-Crisis? Also, das ist ja noch schlimmer, als ich gedacht habe. Ich mache mir wirklich Sorgen um Petersilie und Dillhack. Mit Zitrone garnieren und dazu glasierte Kartoffeln. Du sollst doch wirklich mal mit Peter reden. Reden? Aber Tante Inge, Spinat darf man nicht aufwärmen. Blut. Aber hör doch mit dem düsigen Schnack auf, Spinat nicht aufwärmen. Blutwurst und Leberwurst und Parmaschinken in ganz dünne Scheiben schneiden. Dazu Melone, eiskalt. Kommst du mir vor in letzter Zeit? Ist dir das denn so gleichgültig, was mit Peter ist? Ach, natürlich nicht. Aber du weißt doch, dass ich jetzt auch andere Interessen habe. Meine Boutique, neue Freunde. Dein Lover. Ja, das weißt du ja noch gar nicht. Mit Axel Christiansen ist es aus. Aber das macht nichts. Ich habe schon 9 an der Angel. Schellfisch, dann nimmt man das Filet, legt es in Buttermilk. Ja, Baby. Was er für ein toller Mann ist. Ja, richtig. Besinnst dich doch noch auf Martin, den Maler? Den habe ich auch eingeladen.
eigentlich ja für Mausi Schröder, aber aus der macht er sich nun wirklich nichts. Ja, und da kamen wir so ins Gespräch. Und da haben sich dir die Nackenhaare aufgestellt. Herzlichen Glückwunsch wieder. Oh, Herr Schade ist auch da. Ja. Wie tut's? Komm, ab da, Clara. Hallo. Sind alle draußen? Ja, komm, wir kommen auch gleich. Ja, schön. Bis jetzt haben wir ja erst am Telefon miteinander gesprochen. Aber heute Abend. Ach, Peter hat Kummer und du. Ja, aber wenn ich niemanden für meinen Mittwochnachmittag habe, dann werde ich wieder knatzpüselig. Und dann kriegt Peter noch mehr Kummer. Hast du selbst gesagt. Ach, was kümmert mich mein dummerhaftiger Schnack von gestern? Sag mal, hat dein Piepmatschütz seinen freien Abend? Nein, nun ist er wirklich tot. Wieso denn? Die Katze hat ihn gefressen. Marie, der Papa liegt doch raus. Hoffentlich nicht bei ihrer Konversation. Oh, Jasmin. Hallo, Tante Inge. Oh. Jasmin. Wie reizend, Sie wiederzusehen, Frau Lübbers. Wer kümmert sich nun um die Küche? Ja. Der Schneebesen bei den Kuchengabeln und das Brotmesser mit dem Griff nach hinten in der Schublade. Ja, so eine wie Sie gibt's nicht wieder, Jasmin. Läuft unsere Party? Und wie die läuft? Die saufen alle, als wenn sie hängen sollen und amüsieren sich wie toll. Naja, die feinen Leute sind ja auch bloß Menschen wie du und ich. Ne? Einer von den Senatoren oder Konsul oder was der war, der hat mich hinten gekniffen, bevor er gemerkt hat, was vorn bei mir los ist. Jetzt will ich aber mal unsere Gäste begrüßen. Ja, besonders Marten, den Maler, ja, nicht? Was denn für ein Maler? Oh, ich weiß gar nicht, ob er schon da ist. Ist so ein großer Blonder, aufgeknöpft bis sonst wohin. Und alles Locken. Ja, der ist da, mit so einem kleinen Pferdeschwanz im Nacken. Aha. Fürchterlich eingebildet, aber sieht lecker aus. Ha, sieht Jasmin nicht lecker aus? Ja. Hier, mein Dirn, ich hab dir was mitgebracht. Danke, oh, ja, ist super. Und was für eine Stimmung draußen ist, du. Also ganz toll. Ja, was ist denn bitte? Ja, hier und dann die zweite Tür links. Nur Peter, der guckt ein bisschen belämmert aus der Wäsche. Peter hat schon ein paar Mal gesagt, wer was essen will, der soll in die Küche gehen. Aber die Leute, die amüsieren sich so toll, dass sie gar keinen Hunger kriegen. Nur. Die haben ja auch genug zu trinken, ne? Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, Rina Peter! Happy Birthday to you! Also alles, was recht ist. Der Mann kann vielleicht Hände küssen. Ach, soll er dir nur Mittwochnachmittag Malunterricht geben? Woher weißt du das? Ach, Marie. Marie, hier bist du. Oh, oh, hier sind ja alle. Tante Inge. Herr Senator? Gnädige Frau. Marie. Oh, und da ist ja auch Jasminchen. Hallo, Peter. Frau Schröder, ich habe das von Ihrem Mann gehört. Herzliches Beileid. Ja, vielen Dank. Ja, Ihr Mann war doch, ich meine, ihm hat doch Gardin Schröder zugehört. Hat er nicht bei der Yacht Pech gehabt? Ja, das kann man wohl sagen. Und so blöd. Andere schießen sich aus Versehen selber tot. Aber nein, er fällt beim Jägerfrühstück gleich mit dem ersten Köln um. Du hast Marten eingeladen, obwohl ich meine,
meinetwegen. Naja, als ich eben reingekommen bin, habe ich gerade noch gesehen, wie er deine Hände abgegrast hat. Oh ja, so. Macht aber nichts. Ich bin nämlich heute in wahnsinnig netter Gesellschaft gekommen. Herzilein! Darf ich vorstellen, Sascha Wille. Wir kennen uns noch nicht lange, aber ganz große Sympathie. Wie sagt mein Herzilein immer? Wenn ich auf was stehe, dann sind das schokoladenbraune Augen. Nein, wie man sich irren kann. Ich habe immer gedacht, himmelblaue. Das ist doch ganz von der Marktlage abhängig. Na, kostet es heute Abend auch nur 100 Mark. Der Tarif hat sich inzwischen erhöht. Jetzt sind es 150 pro Abend. Aber für heute berechne ich nichts extra. Es hat mich gefreut, mal wieder bei Ihnen vorbeizukommen. Wie gut Sie aussehen, wenn Sie mal keinen Morgen haben. Ja, Mann, hab ich mich verjagt. Oh, Sie kriegen ja ganz kalte Fingerchen. Sie fühlen sich wohl besser als bei unserem letzten Zusammentreffen. Mhm. Dafür sieht Ihr Mann jetzt so aus wie Sie damals. Sind Sie nur in die Küche gekommen, um mit mir über meinen Mann zu reden? Nein. Ich bin gekommen, um Sie zu fragen, ob Sie nicht mal wieder Karten mit mir spielen wollen. Oder sonst irgendwas. Natürlich, gratis. Oh! Na klar, ich habe ja auch meinen freien Nachmittag. Wie wär's mit Mittwoch? Mittwoch? Schade. Da habe ich jetzt immer Malunterricht. Na gut, dann Freitag. Mal sehen. Wir können da ja noch mal drüber reden. Marie, stehst du immer noch in der Küche? Oh, und mein Herzilein ist auch da. Ja, Sascha hat mir geholfen, Eis zu holen. Mein Herzi hilft ja immer so gern. Ja. Saschalein! Du kannst dich da draußen bestimmt auch noch nützlich machen. Hast du meinen Ring schon gesehen? Ey! Muss der teuer gewesen sein. Das glaube ich auch. War das letzte Geschenk von meinem Mann. Nanu, so spendabel war doch sonst nicht, wenn es um dich ging. Der war ja auch eigentlich nicht für mich. Ich habe ihn in seinem Schreibtisch gefunden. Stell dir bloß mal vor, ich hätte mich scheiden lassen. Wie bin ich deiner Tante dankbar? Aber nun muss ich raus zu meinem Herzbuben. Du ahnst nicht, wo ich den her hab. Aus der Zeitung. Oh, woher weißt du das? Sascha verschönt ihren Abend und sorgt für Entspannung. Mein Abend hat er nämlich auch schon mal verschönt. Aber wir haben nur Karten gespielt. Oh, Karten spielen kann er auch. Jedenfalls will ich nicht, dass er da draußen für mein teures Geld mit anderen Frauen rumpussiert. Herzilein! Wie ein Heuschreckenschwarm sind die über den Kram hergefallen. Ich bring das hier auch noch raus, dann ist Ruhe. Soll doch alles weg, oder? Ja. Ach, was macht eigentlich unsere Tante? Sie hat einen Klönschnack mit diesem Maler. Na, Sie wissen schon. Was? Sie klönt mit dem Maler? Na, ich kann Ihnen sagen, sie hat ihm so kleine Zöpfe geflochten. Na, ist dabei immer Dame geblieben. Zöpfe? Wo denn?
Überall. Naja, fast überall. Und er hat ihr schon zweimal die Hand geküsst. Ja, das ist noch ein langer, weiter Weg, bis ich das mit ihr aufnehmen kann. Na, Tante Inge, hast du Marten schön frisiert? Du bist eine alte Petze. Naja, ich muss beim Reden immer irgendwas um die Hand haben. Aber ein charmanter Mann, der Maler. Hast du schon Mittwochnachmittag mit ihm abgemacht? Ich brauche keinen Unterricht. Ich kann malen. Na, und Zöpfe flechten. Ach, Jasmin, das ist aber nett, dass du das auch noch rausbringen willst. Nee, es ist gut, Jasmin. Du, überleg dir das mit dem Maler. Wieso? Ich tu doch nur, wozu du mir geraten hast. Ja, warum eigentlich? Wer bin ich denn, dass du ohne nachzudenken alles machst, was ich dir sage? Du, ich bin schon ziemlich übersböig. Und alt und miebelig bin ich auch schon. Wie kann man sich bloß von so, solcher überkantitelten Tante was sagen lassen? Wir wollten dann noch mal über den Freitagnachmittag reden. Ach, wieso denn Freitag? Mittwochs hat Marie... Ach, Herzilein! Entschuldigung. Herzilein! Ich bin noch im Dienst. Ich rufe an, ja? Ich komme, meine kleine Tanzmaus! So, einen für Mittwoch und einen für Freitag. Na und? Ein Mann ist kein Mann. Du, das hast du aber ganz falsch verstanden. Ich habe gesagt, du sollst sie alle glücklich machen. Dich, dein Lover, aber auch dein Mann. Aber du denkst doch nur noch an dich selbst. Ja, und Peter? Marie, wo bleibt denn das Eis? Oh, das habe ich ganz vergessen. Ja. Wir waren hier so im Gespräch. Ja. Und nun kommt das Feuerwerk. Aha. Oh, mit Musik. Drin, nicht? Willst du denn ins Kino gehen? Ja. Nee, die ist von Freitag. Ja, denn die andere Seite, mein Gott. Also, die andere Seite wird dann wohl auch von Freitag. Nein. Wer hat denn das hier angestrichen? Ach, angestrichen? Ja, hier die Kontaktanzeigen. Na, sowas. Schutzbedürftiges Kätzchen sucht starken Kater zum Kuscheln. Und hier? Wer hat noch Sinn für friedliche Häuslichkeit, lange Spaziergänge und gemeinsames Musizieren? Tante Inge. Nö, also weiß wer ich. Bei uns im Haus sucht solche Bekanntschaft? Ja, vielleicht eine, wie heißt sie noch? Natascha. Stimmt nicht. Natascha hat doch einen Freund. Das hat Peter. Peter hat das angestrichen. Oh. Marie! Ja, warum bleibst du denn nicht beim Feuerwerk? Ich wollte Marie holen. Sonst beklagst du sich wieder, dass sie das Feuerwerk nicht zu sehen kriegt. Peter, hast du diese Kontaktanzeigen angestrichen? Schutzbedürftiges Kätzchen. Ja, lesen kann ich selbst. Ich will wissen, ob du das angestrichen hast. Ich nicht. Oh, abstreiten lohnt doch nicht. Abstreiten? Also ich war das nicht. Wann sollte ich denn? Sinn für friedliche Häuslichkeit. Ja, siehst du, das sind... Ganz egal, wenn ich deine kriegel. Ja? Ja. Nun, ach, okay, natürlich suchst du eine friedliche Häuslichkeit und hier... alles suchst du hier in der Zeit. Ach, du meinst, ich soll das zugeben, Tante? Ja, ich hab dir immer guten Rat gegeben, das weißt du doch. Ja, ja, das hast du. Also gut, ich war das. Was? Du suchst einen Schutzbedürftigen, also eine andere Frau? Willst du mich denn verlassen? Also ich dich? Also nie Marie? Wer sagt denn sowas? Nein, er will doch nur die Lücken in seinem Leben ausfüllen, um die du dich nicht mehr kümmerst. Ja? Gerade so, wie er gestern noch zu mir gesagt hat, eine Frau ist keine Frau. Das hast du gesagt. Na ja, also weißt du, Konsul Semmelbeck hat mir erzählt, na ja, der hat ja auch so eine schöne, tüchtige Frau, die ihren eigenen Weg geht, genauso wie du, Marie. Freundin. Ja, nun hat er seiner Zeit eine Freundin. Und die kocht ihm einen richtigen Pudding, nicht einen aus der Tüte. Und sie legt ihm ihre kühlen Hände auf, wenn er mal Kopfweh hat. Und sie liest ihm was aus der Zeitung vor, mit ihrer warmen, weichen Stimme, hat er gesagt. Ja. Und sowas willst du dir jetzt aussuchen?
Frau mit einer warmen, weichen Stimme und kalten Händen. Eine, die noch Sinn hat für friedliche Häuslichkeit und gemeinsames Musizieren. Hast du deswegen vorgestern so nach deiner Mundharmonika gesucht? Ja, merkt ihr was? Das Feuerwerk geht gar nicht weiter. Ich guck mal nach, was da los ist. Ja, vielleicht haben die ja keine Streichhölzer mehr. Du kriegst sie auch. Ach, Marie, diese anderen Frauen, vielleicht gibt es gar nicht, was ich mir wünsche. Was wäre das denn? Was würdest du dir wünschen? Na, eigentlich dich. So wie du bist. Ach, Peter. Doch nun schon so lange miteinander verheiratet. Ja, und ich habe manches Mal gedacht, ach nee, das finde ich aber zu und zu schön. So stellt man sich das Verheiratetsein gern vor. Ja, nicht? Manchmal habe ich so ein bisschen Angst. Ja, bloß noch mit Björn zusammen. Er ist ja ganz nett, aber immer mit ein und demselben Mann? Ach, das muss ja nicht langweilig werden, Jasmin. Kein Mann ist nur ein Mann. Du musst ihn dir so zurechtbiegen, dass er ordentlich was hergibt. Ja. Das funktioniert nicht immer, aber versuchen muss man das mal. Ja, und wenn das nicht klappt, wenn aus Björn nichts anderes rauszuholen ist als immer bloß Björn, na, was mache ich dann? Oh, da weiß ich ein gutes, altes Mittel, wie du dich, dein Baby und dein Björn glücklich machen könntest. Gar nicht zu reden von deiner herzensguten Tante.